Was vielleicht muss man noch ganz kurz erwähnen, sehr großen Erfolg als Gagschreiber. Du bist bei der Heute Show Online Hauptautor, habe ich das richtig gelesen? Ja, ne? Mhm. Hast mit Böhmermann zusammengearbeitet und du hast bei den Berliner Verkehrsbetrieben, BVG, mhm. so heißt es, glaube ich, ne? Diese Modernisierung, diese humorvolle Modernisierung mit Social Media gemacht haben, Kampagne, Hashtag, weil wir dich lieben, ist vielleicht, also mir als jemand, der nicht in Berlin wohnt, ist es trotzdem bekannt. Immer wenn ich in Berlin war, habe ich dann auf Social Media Werbung geschaltet bekommen, habe das gesehen, fand es lustig. Viele Preise bekommen, Auszeichnungen bekommen und dir gelingt das Leben trotz Zwang relativ gut. Und du hast auch geschrieben, das bedeutet aber nicht, also in Bezug auf die Zwangsstörung, dass mein Leben immer schlecht ist. Gar nicht. Es ist nur oft sehr anstrengend und manchmal voller Sorgen. Mhm. Ja, und auf eine gewisse Art ist es sogar für mich schwieriger, weil ich muss ja immer das zwanghafte Ich, was sehr schüchtern ist und sehr ängstlich, mit einer sehr extrovertierten Rampensau, sage ich jetzt mal, zusammenbringen. Mhm. Und das wird mir leichter fallen, wenn ich jetzt generell der schüchterne Typ bin. Dann kann ich, okay, das ist so ein Teil von mir, aber das prallt ja quasi aufeinander und deswegen kriege ich jetzt manchmal wirklich große Schwierigkeiten zu sagen, also was ist denn das für ein komischer Teil von mir? Aber ja, grundsätzlich ist das so ein bisschen wie bei der ersten Geschichte mit dem Waschzwang. Ich habe einfach keine Lust, mich vom Zwang unterkriegen zu lassen und habe auch das Gefühl gehabt, immer dann, wenn es richtig schlimm wurde, kamen auch dann später die richtig guten Therapieerfolge, weil dann hatte ich so die Schnauze voll, dass ich gesagt habe, nee, jetzt mache ich Radikalkur. Also der Zwang ärgert mich so sehr, das war dann nicht so, dass ich gesagt habe, ich gebe jetzt auf, sondern jetzt erst recht. Und das fand ich immer ganz interessant, dass immer, wenn die Zwänge richtig schlimm wurden, wurde es dann auch irgendwann wieder richtig gut, weil ich einfach keine Lust hatte. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich gar nichts mehr. Vergiss es, Zwang. Ich höre nicht mehr. Sorry, ich bin raus. Also du hast es übertrieben. Davor konnte man mit dir noch leben, weißt du, du hast das wie so eine Trennung, ne? Also das war okay, meine Güte, wir haben es nie gut verstanden, aber du wolltest das und das, ich habe es dir gegeben, aber weißt du was, jetzt hast du übertrieben, jetzt schmeiße ich dich raus aus der Wohnung. Und das klappt dann auch für eine Zeit ganz gut. Gerade bin ich auch in so einer wirklich, ich habe die Schnauze so voll Phase, dass es wirklich sehr, sehr gut klappt, fast zwangfrei zu leben. Ja, ich habe gesehen, du hast auf Instagram eine Liste gepostet zu, du notierst, glaube ich, immer eine Apple-Notizen-App, wie sehr dich dein Zwang bestimmt oder wie viel Zwangshandlung du nachgibst, so glaube ich, wie sehr dich der Zwang belastet. Und da hattest du jetzt gepostet, dass jetzt in den letzten 7 Tagen, ich glaube, du hast gestern oder vorgestern gepostet, da war fast gar nichts. Ja, das ist, also kommt, ja, also ich mache das um dieses, also wenn man, das werden Leute vielleicht auch kennen, so auch diesen Komplettbefreiungsschlag macht und sagt, ich mache jetzt gar nichts mehr. Also jede einzelne Zwangshandlung, jeder einzelne Gedanke wird nicht zugelassen. Also die Gedanken sind natürlich noch da, aber die werden einfach nicht zugelassen. Es wird nichts kompensiert. Wirklich so Radikalkonfrontation. Man erlaubt sich nichts. Dass das auch gut klappt, wenn man dann auch so ein Hoch hat und denkt, es ist so einfach, ne? Warum habe ich das nicht vor? Das ist wie Alkohol trinken aufhören. Ne? Man war das 7 Tage nicht, denkt so, ich bin der nüchternste Person der Welt und dann ist wieder, irgendwann kommt eine Familienfeier, man denkt, naja gut, ein Glas. Und schon ist man peu à peu wieder bei den alten Mustern. Und so ist das auch bei diesem Zwangbefreiungsschlag. Ne? Also am Anfang ist es super befreiend und dann schleicht sich dann so wieder so ein. Und damit sich das nicht so stark einschleicht, habe ich diese Liste, wo ich dann wirklich versuche, jeden Tag zu notieren, wie viel Zwängen ich quasi erlegen bin. Also die Gedanken und die Impulse, die werden nie ganz verschwinden. Aber ich zähle nur, wann bin ich denn da mal nicht so stark gewesen. Auch manchmal unterteilt in Unterkategorien, mag ich es denken oder das und das und das und das. Aber ja, genau, das ist das Ziel dahinter, dass ich da möglichst jeden Tag eine Null eintrage. Und es gibt Zeiten, wo das überhaupt nicht gelingt. Aber aktuell es ist wirklich so, dass ich mich manchmal sogar frage, und das kenne ich eigentlich nur vom Betrunkensein, also da kenne ich es, dass ich mal vergesse, dass ich Zwänge habe. Und dann wundere ich, ach stimmt, du warst so betrunken, du hast vergessen, dass du Zwänge hast, ne? Weil Alkohol löst ja auch Ängste, ne? Das muss man also, ich würde es jetzt nicht als Therapie empfehlen, aber Alkohol ist halt ein Angstlöser, und also wie andere Medikamente auch. Das ist schon stimmig, diese Reaktion dann, aber mir geht es also auch öfter so in nüchternen Situationen oder wo man nicht so betrunken ist, dass ich denke, ach, ich habe mal 4-5 Stunden vergessen, dass ich Zwänge habe. Ich habe da einfach nicht mehr drauf geachtet, weil man kann sich dann doch. Also die Zwänge sind halt so perfide, weil sie sich so reinschleichen und immer schlimmer werden. Aber das heißt auch, man kann sie wieder rausschleichen. Ne? Also genau diesen Weg, den sie genommen haben, um reinzukommen, den kann man auch wieder ihnen nach draußen zeigen. Das geht nicht von heute auf morgen, aber es geht.